Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und ja, Leute, wir haben auf jeden Fall momentan folgendes Team am Start, ne? Wenn man da mal raufguckt, wir haben momentan auf der Point Guard Position einmal Blackburn, dann haben wir hier Christie als Shooting Guard. Ist gekommen halt mit diesem Trade rund um Randle, ne? Dann Saiki und Yannick Obermeier. Plus Klay Thompson auch noch, ne? Wobei man echt sagen muss, bei Christie, er wird mehr Small Forward vielleicht spielen, als dass er wirklich bei Shooting Guard Minuten kriegt, ne? Weil wir da auch noch Obermeier haben. Dann haben wir als Power Forward natürlich Portis und Julius Randle. Da muss man halt mal schauen, wer von den beiden eventuell spielen wird, weil wir müssen noch Murray natürlich weiter verpflichten. Und hier haben wir Beckett und Hawkins als Center. Also so sieht es aktuell bei uns aus. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spieler, okay. 11 Spieler insgesamt. Wir gucken mal bei den Cap-Holes. Wir haben einmal den Cap-Hole von John Wall, einmal von Keegan Murray, den wir natürlich verlängern werden, dann noch Tim Hardaway Jr., Azubike und eben Seth Curry. Wobei man hier die wirklich alle abgeben kann, ne? Die konnte man da jetzt alle abgeben. Bei John Wall natürlich nicht. Da werde ich das nicht so einfach abgeben. Denn wir werden versuchen, mit John Wall zu verlängern. Ob das klappt oder nicht, ist die andere Frage. Aber wir gehen erstmal rein. Und man muss ganz klar sagen, interessante Free Agency, ne? Unter anderem hier mit KD, mit Curry, mit Levine, mit Banchero, aber der noch als Restricted, ne? Anthony Simons und Co. Also schon eine interessante Free Agency, aber das, was wir bezahlen können, ist natürlich vor allen Dingen die beiden hier, ne? Weil man da einfach, gut, bei Wall hat man keine Bird Rights, ne, aber hier bei Keegan Murray hat man natürlich die Bird Rights. Und da wird man ihnen natürlich auch entsprechenden Contract geben. Müssen wir ja auch, ne. Ist halt die Frage, müssen wir ihm einen kompletten Supermax geben oder reicht der Max-Deal bei ihm? Wenn man da mal guckt, ne, er hat momentan noch keine Angebote, ne. Was hat er jetzt letzte Season gemacht? 22 Punkte. Ja, ich glaube, es muss gar kein Supermax sein, oder? Wir können mal gucken, ob man das hier sogar noch ein bisschen nach unten verhandeln kann. Ob er dann nur den Max-Deal annimmt, was immer noch natürlich super gut ist, ne? Wenn er, was weiß ich, im letzten Jahr 40 Mio verdient, ich denke, das ist nicht so unrealistisch, dass er keinen Supermax kriegt. Über 5 Jahre natürlich geht es noch ein bisschen runter auf 41 vielleicht im letzten Jahr. Das wird sonst schwierig, ne? Machen wir mal so. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was er dazu sagt, ne, so grundsätzlich. Angebot findet er okay. Nicht perfekt für ihn, aber findet er immerhin okay, ne? Und dann müssen wir natürlich noch mit John Wall gehen. Wall, müssen wir auch mal gucken. Hat er Angebote bisher? Nein. Dann kann man da nämlich auch verhandeln, ne, dass es möglichst niedrig wird. So niedrig, wie es geht. Und wenn dann doch jemand anderes noch ein Angebot reinballert, dann kann man natürlich auch immer noch versuchen zu reagieren. Wir gucken mal. Also John Wall und Keegan Murray würden beides zustimmen. Also Keegan Murray, 5 Jahre, 181 Millionen, das ist natürlich Money, ne? Das ist natürlich Money. Und John Wall, sage ich euch ehrlich, für 34 Millionen wäre super günstig. Also das wäre echt ein Deal, wo ich sage, yo, das passt soweit. So. Und bei Keegan Murray gleichziehen oder was, weil da wieder dieser verdammte Bug ist. Dass die Restricted Free Agents leider sehr, sehr oft. Wegen der Qualify Offer oder was? Er nimmt unser Qualify Offer Angebot an. Das macht keinen Sinn. In der nächsten Free Agency mache ich dieses Qualify Offer nicht mehr. Weil das macht eigentlich keinen Sinn. Ne, wenn ich das jetzt. Es macht doch eigentlich keinen Sinn, dass er das jetzt nimmt. Ah, das ist dämlich wieder, aber gut. Dann ist Keegan Murray in der nächsten Free Agency halt Restricted Free Agent. Das nervt mich jetzt eigentlich. Problem ist, man kann ihn, glaube ich, nicht. Was stand da eben? Okay, keine Ahnung. In den letzten Teilen konnte man ihm halt keinen Supermax-Vertrag geben, ne? Wo haben wir denn Grunddaten? Ist es, glaube ich, ne? Weil, wenn das hier gehen würde, dann wäre das hier okay. Aber. Ne, hier ist nicht sein Vertrag drin, ne? Wo ist denn sein Contract? Er wusste seinen Vertrag. Ausrüstung. Plaketten-Signature. Okay, irgendwie kann man. Warum kann ich seinen Vertrag nicht ändern?
mit anderen Spielern? Geht das dort? Eigentlich kann man doch den Vertrag ändern. Eigentlich müsste das doch möglich sein, den Contract zu ändern von Keegan Murray. So dass er dann den anderen Contract entsprechend hat. Das ging doch sonst immer. Aber Grunddaten ist es ja nicht, ne? Körper, Accessoires, Attribute, Tendenz halt. Müssen wir wahrscheinlich dann gleich erst machen, ne? Na gut. Dann machen wir das gleich nochmal, dass wir gucken, ob man den dann nochmal ändern kann. Auf jeden Fall haben wir hier John Wall verpflichtet zu sehr, sehr guten Konditionen, wie ich finde. Also ihr könnt ja gerne eure Meinung mal reinpacken. Aber 12,11 Millionen für das, was er zuletzt geliefert hat. Wenn man da mal guckt, also 16,7 Punkte, 5,9 Assists, 54% aus dem Feld, 36% Dreier. Freiwürfe mehr als ordentlich. Also John Wall mit dem Impact, den er hat, knapp 13 Millionen im ersten Jahr. Oder nicht mal 13, 12,11 Millionen nimmt man. Im zweiten Jahr sogar noch niedriger, im dritten Jahr. Sogar nur, da ist er zwar schon 37, aber da auch nur 10,9 Millionen. Wenn er annähernd so gut bleibt wie jetzt, ist das ein richtig geiler Contract, ne? Aber ein richtig, richtig geiler Contract. Allgemein, wenn ich mir das Team so angucke, ne? Mit Ingram, mit Murray, Psyche und Co., das ist ein super, super geiles Team. Ein super geiles Team. Wir gehen mal in die Free Agency noch rein, ne? Bestbezahlbaren, also der Beste, der bezahlbar wäre und der möglich wäre, wäre Dennis Schröder. Jonathan Isaac natürlich auch so ein richtig guter Defender einfach, ne? Könnte man sich eigentlich auch jederzeit holen, ne? Bei Jonathan Isaac machst du eigentlich nie was falsch, wobei der schon mal kurz bei uns war. Tim Hardaway Jr., Dean Wade, Claxton. Ist halt die Frage, brauchen wir nicht eher noch auf einer Big-Man-Position was, ne? Wenn man da nicht mal so raufguckt, wobei wir haben Beckett, wir haben Portis, wir haben Randall. Wir brauchen eigentlich auf keiner Position mehr irgendwas, ne? Da kann man jetzt einfach ein, zwei junge Spieler holen und gut ist, ne? Also wir brauchen eigentlich nur noch wirklich Füllmaterial, wo man wirklich sagt, okay, wir schauen mal, ne, ob diese Spieler dann überhaupt jemals zum Einsatz kommen. Also keine Ahnung, so ein Jose Alvarado wäre zum Beispiel was, ne, mit seiner bisschen Defense. Er hat eine neutrale Persönlichkeit, das heißt, er sollte keinen Ärger machen für einen Minimum-Contract. Wenn er da Bock drauf hat, gerne, ne? Und dann hätten wir vielleicht noch einen Big Man, den man irgendwie holen könnte. Coloco zum Beispiel, sehr interessanter, ja, gar nicht mehr so junger Mann, ne? Leider nicht mehr so jung. Steven Adams, auch jemand, der neutral eingestellt ist, auch eher ein ruhiger Charakter, ne? Kann man auch nochmal holen. Gucken wir mal. Klappt bei beiden. Super, dann steht der Kader schon, ne? Dann steht unser Roster tatsächlich schon. Wir müssen gar nicht so viel machen, ne? Also Point Guard, Wall und Blackburn, ne? Dann hast du noch Alvarado als dritte Option. Schullinger, Psyche und Obermeier. Dahinter halt noch ein Clay Thompson theoretisch. Auch noch ein Christie. Bei dem muss man mal gucken, was man mit dem macht. Ingram, Reddish hier auf Small Forward. Power Forward haben wir Murray und Portis und Big Man Position. Gut, Randall kann auch noch Power Forward spielen, ne? Aber sehe ich dann eher als Center Backup vielleicht, ne? Hinter Beckett. Aber das ist ein geiles Team. Das ist ein sehr, sehr gutes Team, würde ich sagen. Wir können die Free Agency für uns erstmal skippen, weil wir haben da nichts mehr zu tun. Und gucken dann gleich mal, wie sich das so entwickelt hat in der Spielerentwicklung an sich. Dann gucken wir uns auch mal alle Teams einmal an, ne? Ingram ein bisschen hoch, Psyche ging nochmal ordentlich nach oben, Murray, Blackburn ging auch fett nach oben, stark. Randall, Beckett. Ja, Portis ein bisschen schlechter, hat auch nicht die allerkrasseste Saison gespielt, ne? Christie ging auch nochmal hoch hier. Okay, also auch Christie ist tatsächlich vielleicht sogar eher eine Option, als es jetzt Clay Thompson ist, ne? Alvarado auch ein bisschen runter und Adams auch, okay. Gucken wir uns die anderen Teams an. Also, wenn ich mir das Team so angucke, was ist eure Meinung? Was ist möglich? Ich sag euch ehrlich, wir waren letztes Jahr in den Western Conference Finals und ich sag, mit diesem Team ist es möglich, in die NBA Finals zu kommen. Doch, es ist alles möglich. Ziel für mich ist wieder Western Conference Finals Minimum. Das ist auf jeden Fall das Ziel, aber es ist alles möglich. Nix, den traue ich noch nicht so viel zu, muss man sagen. Die sind aber auch noch am Aufbau. Lakers hier mit KD, interessant, wenn man mal guckt, auf dem Contract ein 1+1-Vertrag tatsächlich unterschrieben. Also nicht mehr mit LeBron James und AD, sondern KD und AD, interessant. Dann natürlich hier die Magic mit Paul, mit Banchero, mit Wagner und Co. Auf jeden Fall ein Titelkandidat. Das gleiche gilt natürlich für die Mavs. Solange du Luka Doncic hast, kannst du immer alles holen. Anthony Simons und DeAndre Ayton hier, die neuen Leute bei den Nets. Dann noch Simmons
und Davis ein interessantes Team. Jokic, Leon Ramsey ballert richtig nach oben. Dann Jamal Murray noch mit dabei. Wiggins wird schlechter, aber auch mit Nuggets ist zu rechnen. Mathurin, George, Turner und Co. Hier die Pacers. Dann haben wir die New Orleans Pelicans mit Zion, Booker, Daniels, Murphy und Co. Starkes Team auch, ne? Pistons mit Cunningham, Ivy hier richtig krass. Also ein mega Duo auch einfach, ne? Auch Ivy hier gehalten nochmal für 4 Jahre. Also natürlich auch ein Titelkandidat, allein wegen diesem Duo oder eher Trio sogar, ne? Dann haben wir die Raptors mit Barnes, mit Van Fleet, mit Sabonis, Middleton. Ja, kann man mal gucken, was die so reißen. Houston Rockets mit Green, Smith, Porter, ja. Und dann haben wir die Spurs, die wahrscheinlich immer noch im Tanking-Mode sind. Die Suns mit Halliburton, Sharp. Auch ein sehr, sehr gutes Team durchaus, ne? Thunder Top-Favorit wahrscheinlich, ne? Shai Gilgeous-Alexander, Gide, Kyrie, Holmgren, Tiggs, Mercer, Pokusevski, McNeil, Cannon, Kessler, Dieng. Dann jetzt auch noch Paolo Ferrari auf Nummer 7 gedraftet. Also dieses Team ist... Dieses Team ist anders crazy. Aber auch hier die Timberwolves, ne, nominell eigentlich gar nicht so schlecht. Jackson Jr., Nurkic, Lillard, okay. Haben aber auch Simons verloren, ne? Also die Trailer ist ein bisschen kaputt. Und dann, guckt mal, hier ist kein Stephen Curry mehr. DeMar DeRozan, dann Levine. Wiseman, also Warriors traue ich gar nicht zu, sage ich euch ehrlich. Yancy King Carter hier bei den Wizards mit Bradley Beal. Also hier auf jeden Fall Wachablösungen. Definitiv. Dann hast du noch Vucevic, du hast Naz Wright, Kevin Love, Dennis Smith Jr., aber dann kommt schon hier Ikanga hinterher. Also die Wizards jetzt noch nicht, aber in 2-3 Jahren werden die auch ein fettes Team haben. Ja, die Pharaos natürlich noch im Aufbau, aber sehen schon mal nicht so schlecht aus, ne? Muss man ganz klar sagen. Bei den Ducks, einmal hier mit Lance Thompson und Murray, auch ein schönes Duo mit Sengun, sogar noch ein Trio, ne? Sieht auch nicht schlecht aus. MPJ, der hat auch so eine kuriose Karriere irgendwie, ne? Wenn man sich das mal anguckt. Der war jetzt ja bei Denver ein paar Jahre, jetzt bei den Las Vegas Pharaos und jetzt ist er zu den Galaxy gewechselt. Auch irgendwie kurios, ne? Aber mal gucken, was hier die Galaxy liefern können. Ich glaube eher wenig. Genauso wie die Tigers mit Sucks und Jimmy Butler und Gordon und wie sie alle heißen, glaube ich nicht dran. Und dann haben wir die Sixers hier mit Embiid und Maxi Harden. Durchaus im erweiterten Kreis der Favoriten. Bucks sind dann so ein bisschen mit Adebayo und Co. Natürlich die Bulls. Die Chicago Bulls machen ein All-Star-Team oder was? Erst hatten sie Levine und Antetokounmpo. Jetzt haben sie für ein Jahr Stephen Curry und Antetokounmpo. Wild. Die Bulls wollen es wissen und sie haben Sergej Bilan ja auch noch hier, ne? Ist ein interessantes Team. Mobley und Garland, okay, irgendjemand fehlt hier doch. Donovan Mitchell ist nicht mehr da, ne? Okay. Jaylen Brown mit Poole hier, Williams, ja, die sind immer noch stark, die Celtics haben wir. Tatum mit Anunoby, Rozier, muss man mal schauen, was bei den Clippers geht. Ja Morant, Desmond Dame, Markel Fultz, Brooks. Patzat, Zoglu, William Sheldon, auch ein geiles Team hier immer noch, die Grizzlies. Trae Young zusammen mit Donovan Mitchell jetzt hier. Waren die schon letztes Jahr so? Tatsächlich, letztes Jahr schon. Aber ich glaube, die haben zwar auf den Guard-Positionen so ein krasses Duo, aber ich glaube an den anderen Positionen, ich weiß nicht, ob man so erfolgreich sein wird. Aber gucken wir das mal an, ne? Aber die Defense gut von Mitchell ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber gucken wir mal, was Atlanta liefert. Ja, Miami wird eher nicht erfolgreich. LaMelo, Wood. Glaube ich auch nicht, dass LaMelo alleine reicht. Siakam, Durant, gut, die Jazz auch noch im Aufbau. Und dann wir wieder, ne? Summer League überspringen wir natürlich. All-Star Stadtwahl können wir uns natürlich angucken, auch wenn Stadtwahl können wir uns natürlich angucken. In LA, okay, auch wenn ich das All-Star Game selber nicht mehr zocke. Draft-Jahrgang. Wir waren jetzt bei 26, ne? Und das heißt, jetzt nehmen wir natürlich den 27er Draft-Jahrgang. Höhe. Achso, hier herunterladen natürlich, ne? Das heißt, der nächste wird der 27er Draft-Jahrgang. So. Hier haben wir den. Und dann rücken wir zur nächsten Saison vor. Und damit haben wir dann auch die Offseason schon beendet. Wir gucken gleich mal, wie wir spielen werden. Gehen wir mal kurz ins Coaching grundsätzlich.
würde ich sagen, Banktiefe 10, Banknutzung etwas niedriger, ne? Ausstellungsleistungsfaktor, jung, alt, das war mal, muss jetzt auch nicht mehr sein. Wir gucken mal. Also Blackburn, wir nehmen hier nochmal ein paar Minuten weg und dann gucken wir uns mal an, was wir hier wirklich für eine Bank aufstellen, ne? Das ist schon ein Level, muss man sagen, das findest du eigentlich nicht oft, ne? Das muss man jetzt einfach mal sagen, wenn man sich das Level anguckt, was wir von der Bank bringen können. Christie vielleicht sogar auch besser als Radish, ist halt die Frage, ne? Radish, wenn man anguckt, ich gucke jetzt vor allen Dingen auf 3D, A und A-, B+, aber dafür A+, bei den Dreiern. Okay, wie verteilen wir die Minuten? Ich würde sagen, Blackburn 26, Psyche 30, Ingram 30, Murray 30, Beckett 30. Julius Randle 24, John Wall 24. Obermeier kriegt auf jeden Fall auch nochmal 8. Ja, machen wir 16 Minuten, Portis 16. Und Christie dann 14 Minuten. Ich denke, das passt so, oder? Ich denke mal, das passt so, oder? Man gibt Blackburn eine Minute nochmal weniger. Man sagt bei Beckett und Murray, komm, 28 tun es auch bei den ganzen Big Men. Geben Christie nochmal 2 Minuten und Obermeier geht dann immerhin hoch auf die 20. Ist natürlich jetzt alles noch sehr, sehr gleich verteilt. Muss man halt schauen, wie das dann langfristig aussieht, wie man da nochmal wechselt, ne? Das gucken wir uns dann nochmal an. Wenn man auch hier nochmal kurz guckt, im Coaching, Systembeherrschung, ausgeglichen ist auf jeden Fall das, was mit Abstand am besten zu diesem Team passt, ne? Da haben wir tatsächlich 4,5 Sterne, also das passt wirklich perfekt. Dann können wir auch noch ins Mentoring mal gehen. Spieler-Mentoring. Psyche, der sollte auf jeden Fall von Klay Thompson was lernen, ne? Pick-Ausweicher, Challenger und Arbeitspferd. Beckett, der kann natürlich ordentlich was lernen von Guard Up. Was denn noch? Comeback-Kit gerne. Und fangen und werfen. Dann haben wir Nigel Blackburn, der kann natürlich von John Wall noch einiges lernen, ne? Also einmal hier Killer-Kombos, Dauerwerfer, weil das ist der John Wall sogar auf Gold. Und na, wir Abfangjäger, was Steals angeht, ne? Wir müssen auch am Ende der Saison nochmal drauf gucken, ne? Ich vergesse das leider zu häufig. Christie, der könnte natürlich auch nochmal was lernen. Das ist die Frage von wem, ne? Von Alvarado vielleicht. Wenn man mal Abfangjäger macht, Pick ausweichen und Arbeitspferd, so die ganzen arbeitstechnischen Sachen. Hawkins, von wem könnte er was lernen? Von Bobby Portis oder von Julius Randle sogar, ne? Dropstepper, Postspin-Technik und hoch hinaus. Und der Rest hat dann auch erstmal jetzt, ne? Gut, Yannick Obermeier braucht noch jemanden, ne? Psyche lernt von Klay Thompson, dann wird Yannick Obermeier halt von Ingram lernen. Gucken wir mal, Brandon Ingram, der kann hier auf jeden Fall verstärkt einmal beibringen, das ist schon mal gut. Scheuklappen und Fangen und Werfen, das ist natürlich auch super, ne? Oder wir machen lieber sogar Eckenspezialist, ist sogar noch besser, ne? Dann machen wir das lieber weg und dann hier, so dass er wirklich so ein extrem krasser Eckenschütze wird, ne? Weil wenn er Scheuklappen hat, irritiert ihn das nicht, wenn Leute von außen kommen. Fangen und Werfen, Catch and Shoot brauche ich nicht erklären, ne? Und Eckenspezialist natürlich auch richtig gut. Und wenn dann Yannick Obermeier wirklich dann von der Ecke so eine extreme Gefahr wird, wird das sehr, sehr schön für uns. Und ja, Leute, so sieht das Team aus. Erstes Game wird dann tatsächlich gegen die Orlando Magic sein, gegen Colin Sexton, Tershawn Paul, Franz Wagner, Paolo Banchero und Linewood Grant. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaltet in der nächsten Folge ein. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, lasst doch ein Like da, das kostet euch nichts, supportet immer. Kommentiert gerne, wenn ihr was zu erzählen habt. Ihr wisst, ich gammel da nicht jedes Mal nach Kommentaren und Co. Ab und zu muss das sein, deswegen supportet ein bisschen, Support ist kein Mord. Euer Lausch meldet sich ab und bye bye.